Verehrte Damen und Herren, abschließend bitten wir Sie, in unser TV-Museum um eines von 1000 Meisterwerken zu betrachten. Ich möchte mich zuvor von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams eine gute Nacht. Auf Wiedersehen. Das Basler Kunstmuseum besitzt die größte Sammlung von Bildern des deutschen Malers Konrad Witz, nämlich 11 Tafeln von insgesamt 20 erhaltenen Werken. Alle Gemälde gehörten ursprünglich zu großen Altären, die im Bildersturm der Reformation aus den Kirchen entfernt und zerstört wurden. Beidseitig bemalte Altarflügel sind später auseinandergesägt und manchmal sogar auf verschiedene Museen verteilt worden. Kein einziger Altar ist vollständig erhalten. Die Rekonstruktion der zusammengehörigen Tafeln bereitet der Kunstgeschichte noch heute Schwierigkeiten. Auch von dem Maler Konrad Witz selbst wissen wir nur wenig. Er ist um 1400 in Rottweil geboren, kommt 1431 nach Basel, wo er 4 Jahre später das Bürgerrecht erwirbt und heiratet. Witz erhält große Aufträge und gelangt zu Wohlstand. Sein malerisches Œuvre konzentriert sich auf nur ein Jahrzehnt, denn schon im Winter 1445-46 stirbt Konrad Witz während der Arbeit an seinem letzten Altar. Diese beiden Holztafeln mit der Darstellung des Königs David und den Helden Abisai, Sibechai und Benaja gehörten zu dem frühesten Flügelaltar, den Witz um 1435 für das Basler Chorherrenstift St. Leonhard geschaffen hat. Man nennt ihn den Heilsspiegelaltar, denn auf den 8 Tafeln seiner Innenseiten werden Szenen aus dem Alten Testament geschildert. Sie folgen dem sogenannten Heilsspiegel, einer theologischen Schrift aus dem 14. Jahrhundert, die im späten Mittelalter sehr verbreitet war. Zusammen erzählen die beiden Tafeln, um die es hier geht, folgende Begebenheit aus dem ersten Buch der Chronik. Als König David während eines Kampfes mit den Philistern in einer Bergfeste eingeschlossen war, dürstete ihn. Und er wünschte, dass man ihm Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem bringe. 3 waghalsige Männer aus dem Gefolge Davids schlugen sich unter Lebensgefahr durch die feindlichen Reihen und brachten ihrem Herrn das begehrte Wasser. Dieser Vorgang galt in der mittelalterlichen Theologie als Vorbild für die Anbetung des Christuskindes durch die 3 Weisen aus dem Morgenland. Konrad Witz selbst hat eine Anbetung der 3 Könige gemalt, die zu dem Petrusaltar in Genf gehört. In Aufbau und Komposition ist dieses Bild den beiden Basler Tafeln vergleichbar, genau wie in der alttestamentarischen Szene offeriert der vorderste König kniend seine Gabe, während die beiden anderen abwartend hinter ihm stehen. Doch zurück zu den Basler Tafeln. Zunächst fällt auf, dass der Maler die Szene aus der Bibel in einen neutralen Innenraum verlegt hat. Vor goldenem Hintergrund mit Brokatmuster zeichnen sich seine Figuren scharf ab. König David wird zusätzlich von einer Sitzbank hinterfangen, über die ein olivgrünes Tuch geworfen ist, das zugleich als Teppich dient. Vor ihm kniet Abisai, der erste der 3 Helden. David selbst steht in aufrechter Haltung wie eine Statue. Die Hände hat er in einem Gestus des Erstaunens erhoben. Sein Körper wird von einem schweren roten Brokatmantel verhüllt, der am Hals und an den Armausschnitten mit Edelsteinen verziert ist. Auch der Saum ist mit einer solch prächtigen Borte eingefasst. Ist dieser Mantel noch ein zeitloses Kleidungsstück, eine Art Tunika? So trägt David auf dem Kopf einen hochmodernen Hut der Zeit des Konrad Witz, eine große Pelzmütze mit Ohrenklappen. Wir kennen diese Kopfbedeckung aus dem Porträt des Kaisers Sigismund, das wahrscheinlich der große Maler Pisanello geschaffen hat. Und wirklich war Sigismund zu der Zeit, als Konrad Witz seine Altartafeln malte, in Basel anwesend. Damals tagte nämlich das große Konzil in der Stadt, zu dem der Kaiser 1433 in feierlichem Zug anreiste.
gewisse physiognomische Ähnlichkeiten zwischen Sigismund und David sprechen dafür, dass Witz mit seinem Gemälde nicht nur den König des Alten Testaments schilderte, sondern zugleich auch seinem eigenen Kaiser huldigen wollte. Überhaupt konnte der Maler während des Basler Konzils vielfältige Anregungen für seine Bilder erhalten. Aus allen Teilen Europas nämlich waren Gesandtschaften angereist. Gekrönte Häupter in prachtvollen Gewändern, geistliche Würdenträger in vollem Ornat und auch vornehme Ritter in blinkenden Rüstungen. Gerade diese scheinen das besondere Interesse von Witz gefunden zu haben, denn er kleidet seine Helden aus der Bibel tatsächlich in spätgotische Rüstungen. Der vor David kniende Ritter Abisai trägt über seiner Rüstung einen weichen Tuchmantel, schwarz mit Gold durchwirkt. An der Hüfte wird das Schwert mit einem reich geschmückten Knauf sichtbar. Am Armen und Kopf kommt wieder die eiserne Rüstung zum Vorschein, die das einfallende Licht in spiegelnden Reflexen auffängt. In Händen hält Abisai den Pokal mit dem frischen Wasser, das die drei Helden aus dem belagerten Bethlehem geholt haben. Es ist ein zeitgenössisches Prunkgefäß, eine kostbare Goldschmiedearbeit des 15. Jahrhunderts. Auch die beiden anderen Helden auf der zweiten Tafel sind in damals moderne Rüstungen gekleidet. Auch sie stehen wie Skulpturen in dem kargen Raum und haben Trinkgefäße in den Händen. Ihre Körper werfen starke Schlagschatten. Eine Neuerung, die gerade in der niederländischen Malerei aufgekommen war. Auch die durch die Linien des Plattenfußbodens suggerierte Perspektive war noch ganz neu in der Kunst nördlich der Alpen. Konrad Witz versucht damit, einen realen Raum mit Tiefendimension vorzustellen. Von der exakten Zentralperspektive hatte er nämlich noch keine Kenntnis. In der Gestalt des zweiten Helden, Sibichai, mit dem geschlossenen Visier, führt der Maler seine virtuose Lichtbehandlung vor. Mit dem Licht modelliert er nicht nur den Körper so, dass er geradezu dreidimensional erscheint, er macht auch die Kälte und Härte des Metalls spürbar durch die zahlreichen Reflexe auf der Rüstung. Eine Schärpe aus blaugrünem, weichen Wollstoff bildet einen farblichen Kontrast zu dem grauen Metall. Der dritte Ritter, Benaja, schließlich ist die lebendigste Gestalt der beiden Tafeln. Sein offenes Gesicht mit den dunklen Locken trägt fast individuelle Züge. Die kleinen Augen, die lange Nase und die hohen Backenknochen geben ihm einen etwas derben, bäuerischen Ausdruck. Konrad Witz bevorzugt überhaupt gedrungene, ja klobige Gestalten, wie er sie unter den einfachen Bürgern und Bauern traf. Damit wendet er sich bewusst ab von dem vorangegangenen höfischen Stil mit seinen schlanken, grazilen Figuren. Hier spürt man wirklich den Körper unter dem Gewand, die reale Existenz des Menschen. In einem anderen Gemälde, das nicht zu dem Heilsspiegelaltar gehört, hat sich Konrad Witz mit der Landschaftsdarstellung auseinandergesetzt. Um die Figur des heiligen Christophoros, der das Christuskind durch das Wasser trägt, kräuseln sich die Wellen in konzentrischen Kreisen. Auf diese Weise macht der Maler die Bewegung der Gestalt im Wasser glaubhaft. Das Kolorit des Bildes wird zum Hintergrund hin immer lichter, bis schließlich der helle Himmel mit den Bergen und dem Wasser zu verschmelzen scheint. Eine Art Farbperspektive, die dem Gemälde eine Tiefe verleiht, wie man sie bisher in der deutschen Malerei nicht kannte. Wir müssen annehmen, dass ihn seine Lehr- und Wanderjahre nach Burgund oder gar in die Niederlande geführt haben. Dort nämlich konnte er die realistische Darstellung der menschlichen Gestalt, die Wirkung des Lichts und die perspektivische Schilderung eines Raumes studieren. Für die deutsche Kunst ist Konrad Witz ein großer Neuerer, der uns eine Vorstellung von den Menschen und Dingen des Alltags, von ihrer greifbaren Existenz gibt.